Haben wir was kosten da? Um einen gemütlichen Anlass für Ortsbürger und Ortsbürgerinnen. Auch wieder mal gemütlich zusammen sein, da wir jetzt so lange wegen Corona nichts haben können. Und jetzt ist ideal, schönen Abend, da wir ein bisschen zusammenhocken, ein bisschen feiern, festen und dann haben wir noch einen Wettbewerb, wo man nachher zwei Gutscheine gewinnen. Und dann machen wir Kontrollen, ob jemand ein Ortsbürger ist? Nein. Also dann kriege ich auch eine Wurst über. Selbstverständlich, auch du kommst eine Wurst über, wenn es denn hat. Nein, ja, apropos Bürgerwurst. Wann ist denn bei der Ortsgemeinde das letzte Mal so richtig um die Wurst gegangen? Ja, das ist jetzt schon zwei Jahre her. In der letzten Bürgerversammlung konnten wir zusammenkommen. Und wir freuen uns natürlich extrem, dass wir jetzt wieder einmal die Möglichkeit haben, sich mit den Bürgern auszutauschen. Und sonst läuft alles rund? Es läuft alles wunderbar. Auch mit den Gärten? Auch mit den Gärten. Das heisst, und die Bürgerwurst ist durch einen speziellen Anlass, gell? Da kommt man noch ein bisschen an andere Gespräche natürlich. Ja, wir haben einfach das Gefühl gehabt, wir haben schon lange nichts mehr gemacht mit den Ortsbürgern. Also wir haben richtig ein bisschen uns nur so wahrgenommen, weil wir jetzt zwei Bürgerversammlungen müssen absagen mussten. Und dann, wir haben schon einen Bürgerabend im Oktober, aber wir wissen ja nicht, was ist denn bis im Oktober. Hat es wieder ein neues Tierli rum. Und darum haben wir gesagt, jetzt machen wir ganz spontan machen wir die Bürgerwurst. Es ist zwar im Moment noch keine richtige Bürgerwurst, es ist ein normaler Serval oder eine Bratwurst. Aber wir haben eigentlich im Sinn, vielleicht dann irgendwann mal wirklich eine Buchser Bürgerwurst zu kreieren. Da muss man ehrlich sein, gell? An einem wunderschönen Ort, einem wunderschönen Gebäude hergestellt. Genau, ja. Ja, und ist natürlich perfekt, wie der Werner gesagt hat, ist ein perfekter Abend, schön. Wir können hier draußen sein. Man sieht, es hat jetzt schon, es ist ja jetzt 5 ab 6. Es hat jetzt schon recht Leute. Für uns war es ein bisschen schwierig, zum abwägen, wie viele Leute kommen. Also, wenn dann mehr als 300 kann, dann wird es langsam knapp. Aber wenn wir es so schauen, gell, 4 ab 6, eine rechte Akzeptanz. Also, kommen recht Leute schon. Oder? Ja, mit uns so, ja. Ja, man sieht es so richtig, die Leute sind ja, richtig fröhlich alle und dann sich austauschen, geniessen zum Wohl miteinander. Ich muss anstoßen. Gut, okay. Sehen Sie wieder, hä? Ja, sehr. Fertig mit Sprinten. Jetzt bist du eher ein bisschen am Essen. He? Jetzt tun wir das geniessen, die gute Bratwurst. Was sehen wir, zeig mal, was der Reis da gebrötet hat. Und, was sagst du? Wunderbar. Ja, dann gehe ich auch hierher. Was sind das Burger Auerbrat? Ja, ein Stütli. Aha, Stütli. Ja, das ist jetzt gleich. Eben, gell? Nein. Hä? Das ist jetzt gleich. Jetzt ist scheisse gleich, was es kostet. Ja, das freut sich. Jetzt bist du nur dabei. Das freut mich nicht. Und vermisst du es nicht, das Bein? Nicht einmal, nein. Geht noch. Ich habe mich eingelebt. Eben, gell? Ja. Du solltest uns fragen, Hans-Rudi. Ja. Weißt du, jetzt bin ich doch bei dir in der Schulenstrasse nebenan aufgewachsen. Ja. Und bei Buchser Ortsbürger, jetzt bin ich zu Grabs daheim und jetzt sagen sie auf einmal, ja, ich habe da eigentlich nichts mehr. Ich habe keinen würdigen Bürger mehr. Ja, wenn du Grabser Ortsbürger bist, dann bist du nur ein Buchser Ortsbürger. Ich bin aber Buchser Ortsbürger, ich bin kein Grabser Ortsbürger. Ah, dann bist du immer ein Buchser Ortsbürger. Ja, du bist Grabs daheim. Ja, das weiss ich jetzt nicht. Dort ist der Präsident. Bitte musst du jetzt gerade fragen, wie das rechtlich ist. Wie ein Wurst gegen Christi? Ja, nein, übrigens. Wurde Glück. Was ist das aus, wenn du im Verwaltungsrat bist? Ist ein anderes Essen? Ja, und schöner hat. Schöner. Hast du den Entscheid schon gefällt? Was nimmst du? Ein Bratwurst oder ein Servola? Ich nehme natürlich ein Bratwurst. Ohne Senf, oder? Petra. Ja. Wäre schön, wenn die Stadt Buch so viel Böden hätte wie dort. Ja, das wäre schön. Ihr könnt anders politisieren. Ja, genau. Aber Werner, das Einzige, was der Buchser überhört, ist es im Nebel drin. Was meinst du? Ja, das kann es einmal geben, oder? Aber es hat auch wieder schöne Tage. Zwischendrin ein bisschen Nebel ist ja nicht so schlimm. Hans-Peter, was sagst du so zu dem weiblichen Nachwuchs da? In der Ortsgemeinde? Sie fangen langsam Zeit zu. Dass eine Frau reinkommt, gell? Ja, mal etwas anderes. Wo brauchst du den Ortsbürger? Nein. Aber? Ich darf ein bisschen schnuppern hier, weißt du? Dann machst du wie ich. Ja. Wir tun es einfach zur Wurst. Ja, genau. Der Wurst schnuppern. Genau. Oh, Rolf, machst du eine Zweitschicht? Ja, logisch. Das wird dir mal geholfen, oder? So sind wir, Fantenier.